Sicherheitshalber brauche ich daneben noch mal eine Übungspuppe. Die sind ja zum Glück schnell gebaut und nicht so teuer. Und ja, Marmor. So. Wie ich mir dachte, da ist etwas mehr Eisen. Gut. Und da ist noch viel, viel mehr Marmor, fällt mir gerade so auf. Ich muss nur vorsichtig graben. Und unterm Eisen ist Gold und Epic Fail. Und da ist noch mehr Eisen. Und ja, wenn man sich so umsieht, möchte man am liebsten Hilfe schreien. Weil hier sind noch mehr. Räume. Na guckt mal, hier über uns ist auch noch ein großer Raum, in dem wir rein könnten. Ganz ernsthaft, hier unten ist auch noch mal Gold. Und hey, wir haben es endlich geschafft, über 200 Nahrung zu kommen. Ha, sehr gut. So, ich habe genug Eisen, um wenigstens einen von euch zu befördern. Und hier eine neue Übungspuppe zu bauen. Für den Fernkämpfer hier. Also ja, hier ist noch ein Raum. Ja, da können sie sich mal ruhig reinbuddeln. Ich frage mich halt gerade, ob ich von dem Raum aus den oberen Raum irgendwie erreichen kann. Aber erstmal will ich wissen, was hier in dem kleinen Raum ist. Der sieht nämlich wirklich klein aus. Ja, meine Bergarbeiterzwerge haben aber erstmal Hunger. Und du hattest auch Hunger. Jetzt gehst du wieder arbeiten, zum Glück. Und hier ist noch mehr Eisen. Also ja, eine richtig kleine, schöne Minenanlage, die wir hier jetzt aufziehen können. Mit mehr Gold, mehr Eisen. So, jetzt will ich mal kurz gucken. Was bringt mir eine quadratische Truhe? So. Die dürfte ja eigentlich auch nicht lange brauchen zum Bauen, sofern mein Handwerkerzwerg nicht schläft. So, das Eisen haben wir. Jetzt fehlt das Gold. Hier ist ein Stein. Bisschen Stein. Oh, der Raum über uns ist doch etwas größer als erwartet. Ein Kobold. Also eine Gnomin. Tut mir leid, dass wir dir jetzt hier alles klauen, aber wir brauchen es leider. Ah, ne, halt. Grab erstmal hier aus. Und ja, von hier aus weitergesehen ist auch noch was.
Da würde ich mich auch noch gern weiter lang graben. Genauso wie hier, aber hier muss ich vorsichtig sein. Mal wieder. So, dein Weg nach draußen. Guckt euch das ganze, die ganzen Rohstoffe an. Ich hätte wirklich zuerst hier lang graben sollen, aber dann hätten mich die beiden Orks wahrscheinlich getötet. So, wie gesagt, die Gnomen lasse ich am Leben. Na ja, gut, ich muss zugeben, ich habe hier jetzt riesige Schachtanlagen. Wie traurig, die immer zurücklaufen, sobald sie Hunger oder haben oder müde sind. So, du noch zum Kämpfer. Und jetzt habe ich wenigstens ein sicheres Militär. Die Box hat mir gerade 100 gebracht, wenn ich mich nicht geirrt habe. Das haben wir aber gleich nochmal. Weil ich werde noch eine zweite von dem bauen. Und werde jetzt Second Wind aktivieren. So, jetzt ist das schon mal. Also zweite Luft. Jetzt ist das wenigstens schon mal abgehakt. Mit dem Gold, was ich habe, könnte ich mein Hemdfort verbessern. Weil ich krieg ja hier noch genügend Gold raus wieder. Ich könnte dann auch nämlich theoretisch... Ach, das kostet ja auch Gold. Also jetzt nochmal drauf achten, die Quadratruhe, ob die wirklich 100 bringt. Ja. Sehr schön. Also genauso viel wie zwei von den Kleiderschränken hier. Jetzt brauche ich wieder eine Leiter. Hier raus. Und hier ist noch mehr Gold. Oh, hier ist aber auch demnächst wieder ein neuer Raum. Und mehr Eisen. Ah, hier ist übrigens auch noch ein Raum. Also ja, ich habe ja gesagt, ich grab jetzt in Zukunft hier unten weiter. Das sieht übrigens ein bisschen seltsam aus, muss ich ehrlich zugeben. Vielleicht sollte ich hier die beiden auch noch wegmachen. Dass wenigstens das einigermaßen nach was aussieht hier. Oh, er gräbt sich hier durch in den Raum. Dann gucken wir mal, was hier hinter ist. Oh, und noch mehr Gnome. Diesmal aber mit einem Forschungsbuch. Ein Haufen Eisen. Und die kann ich leider nicht leben lassen. Oh, und einen Haufen Gold. Ah, ich kann Hemford upgraden. So. So, jetzt sieht mein Hemford-Portal wieder größer aus. Und ich kann dort den einen Jungzwerg durchholen, den ich brauche für die Forschung. Was mich dazu bringt, dass ich gleich mal... Nein, ich wollte die Pipette. So, einen neuen Forschungstisch bauen. Und mir fällt gerade so auf, ich habe noch gar keine Stühle. Ja, warum nicht? So, der kümmert sich jetzt hier ganz alleine um die beiden Gnominnen. Weil mein anderes Militär... Pff, nimmt sie nicht ernst. So,
So, ja, dann kann ich alles, was denen hier noch gehört, verkaufen, was den beiden Gnomen gehört hat. Da ist noch mehr Eisen, wollt ihr mich veralbern. Aber nee, das Eisen brauchen wir nicht. Genau, ich verkleide auch noch hier. So. Da sieht das wenigstens einigermaßen ansehnlich aus hier. Jedenfalls, wenn ich auf der Stufe bleibe, wenn ich jetzt höher gehe, sieht es immer noch ein bisschen komisch aus, aber egal. Belassen wir es mal dabei. So, hier ist noch ein Marmorstück. Aber bevor ich mich hier immer tiefer runtergrabe, will ich erstmal die Räume hier oben cleanen. Oder clearen. Und ja, ich habe eigentlich gesagt, ich erforsche von dem Punkt hier aus weiter. Nicht mehr von dem Punkt hier aus, aber der eine Raum bietet sich noch wenigstens an, ihn von hier aus zu erforschen. Alles andere kann ich dann von tiefer machen. Achso, das war hier oben. Meine Pflänzchen. Okay, warum kann ich jetzt auf einmal... Ach so, durch die Hempfortverbesserung. Brüllpilz. Bonbonpilz. Ja, würde ich gerne ein paar teure Radieschen platzieren. So. Das dürfte jetzt für Nahrung sorgen. Wahrscheinlich wirklich, weil ich Hempfort verbessert habe. Kriege ich auch neue Betten, wie zum Beispiel ein gutes Bett. Viele noch. Ein großer Marmortisch. Warum nicht? Mehr Happiness für die Zwerge ist immer gut. Habe ich eigentlich meinen... Ja, habe ich angefordert. Okay, wenn er auf Stufe 4 ist, wird er befördert zum Forschungszwerg. Und dann kann ich glücklich sein. So. Wie gesagt, in den Raum da wollte ich noch so reinbuddeln. Vielleicht noch in den Raum, der drunter liegt. Aber alles andere will ich von hier aus dann machen. Und zwar Schritt für Schritt gucken. Mehr Gold, mehr Eisen. Und ein schöner Marmortisch zum Essen. Naja, wie gesagt, ich könnte jetzt auch... Vor allem, da ich noch mehr Zwerge habe... Und genug Steine. Wenigstens zwei Steinbetten platzieren. Dann kann ich nachher zwei von den Strohbetten nach weiter unten verschieben. Die Gnome muss sich ziemlich genervt vorkommen. Und hier würde ich gerne noch an das Gold rankommen. So, am besten so. Dann brauche ich nur eine Treppe. Ja. Ich finde, es sieht jetzt mittlerweile alles ganz gut aus, nach den Startschwierigkeiten, die wir vorhin hatten. Ja. Wir können ja diese ganzen Verwinkelungen hier dann als Ausgangsbasis nehmen. Wobei ich es gern etwas einheitlicher hätte dann später. Also dass wir wirklich uns einen Wachraum
errichten.